Hallo ihr Lieben, willkommen zur jetzt schon fünften Ausgabe des SWTOR Cantina Talks von swtorcantina.de. Ich bin wie immer der Gorfano und an meiner Seite wieder der Aldoril. Herzlich willkommen mal wieder an alle. Ja, und diese Woche ist quasi eine Premiere in unserer kompletten Podcast-Historie, denn es ist die erste Woche, in der es absolut nichts Neues in SWTOR zu berichten gibt. Denn außer den Wartungsarbeiten am letzten Dienstag, wo Patch 2.72 aufgespielt wurde, der eigentlich nur einige Bugfixes beinhaltete, ist eigentlich absolut überhaupt nichts passiert. Und deshalb werden wir uns heute etwas auf unsere Diskussion konzentrieren, die wir ja auch schon die letzten zwei oder drei, weiß ich gerade gar nicht genau, Podcasts gemacht haben, nämlich was wir uns im Add-on für Änderungen wünschen in Bezug auf die Sachen, auf das, wie es gerade ist. Also sprich, heute werden wir über PvP und über Berufe sprechen, aber dazu dann später mehr. In diesem Sinn könnte es natürlich etwas kürzer werden. Wir gucken mal, wie lang das heute wird. Letztes Mal hatten wir ja etwas Überlänge. Gut, aber bevor wir dazu kommen, würde ich erstmal sagen, schauen wir mal, was wir letzte Woche gemacht haben, oder? Sehr gerne. Genau, fang du doch mal an. Sehr gerne wieder. Also, ich habe letzte Woche mit mehreren Chars mal wieder die Schreckensfestung in den Schreckenspalast besucht. War da auch mehr oder weniger erfolgreich. Einmal leider weniger erfolgreich, weil die Gruppe ausnahmsweise mal ein bisschen unerfahrener war. Aber trotz alledem geklärt. Es hat eben nur ein bisschen länger gedauert. Und dann habe ich noch wieder sehr viel PvP gemacht und habe dann mit meinem Hexer als Heiler begonnen, PvP zu machen. Natürlich erstmal komplett ohne PvP-Gear, Kanonenfutter, aber es macht dennoch recht viel Spaß. Man kann gut heilen, wenn die Leute einen ignorieren, und habe dann eben auch mit meinem Revolverhelden mal wieder PvP gemacht und habe mit dem eine ganze Zeit lang eben als fieser Kämpfer gespielt, weil das war so PvP-mäßig, hat man meistens gesehen, dass die Leute das gespielt haben. Und habe ich gedacht, aber irgendwie mache ich so wenig Schaden an den Gegnern, oder es kommt mir so vor. Und habe dann mal wieder auf Scharfschütze umgeskillt und siehe da, ich kriege die Gegner wesentlich schneller tot. Ich weiß es nicht warum, es ist einfach so, und aushalten tue ich genauso viel. Also für alle, die auch mal was anderes ausprobieren möchten, ich kann das sehr empfehlen. Ja, ansonsten habe ich die Woche nichts mehr gemacht, aber ich denke, das war auch reichlich. Wie sah es denn bei dir so aus? Ja, deine Erkenntnisse vom Revolverhelden kann ich jetzt weder bejahen noch verneinen, weil ich meinen Sniper noch nie im PvP gespielt habe. Das soll ich vielleicht auch mal nachholen irgendwann. Ich habe auch viel PvP gespielt, bin auch Schreckensfestung gewesen, zweimal. Im 16er auch relativ erfolgreich mit random Gruppen. Habe aber auch mal was ganz Neues gemacht die Woche, denn ich habe schon bestimmt seit 2 Monaten, würde ich mal schätzen, meinen Juggernaut nicht mehr gespielt. Der war auf Tank geskillt, hatte auch relativ gutes Tank hier an, also eigentlich so komplett 168er, glaube ich, ein paar 180er-Teile zwischendrin. Und dachte mir aber, Mensch, warum probierst du nicht mal DD aus? Den Anstoß hat dabei gegeben, dass ich ich weiß gar nicht mehr was, im HC, ja, ich glaube im HC-Raid, als ich da neulich mit war, 2 Teile random bekommen habe, die mein Krieger gebrauchen konnte, 180er. Und habe den halt mal ein bisschen voll ausgestattet, habe von meinen ganzen 55er Chars die Elite-Marken zusammengekramt und ihm volles DD-Gear angezogen. Und muss sagen, macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Hab auch ein bisschen PvP gespielt für die Relikte und super. Werde ich weitermachen jetzt noch die nächste Woche. Mal schauen, macht auf jeden Fall wieder viel Spaß. Ist mal wieder was anderes. Ja, genau. Und ansonsten habe ich die Woche eigentlich auch nicht viel im Spiel gemacht. Vielleicht nochmal ganz kurz auf die Seite gekommen. Wir haben in der Woche alle Raid Guides fertig gemacht. Das bedeutet, wenn ihr euch Guides durchlesen wollt zu HC-Raids, Nightmare-Raids etc., dann ist jetzt unser 55er-Content komplett auf unserer Seite vertreten. Ja, als kleiner Einwurf. Wunderschön. Gut. Ich hätte auch noch eine ganz kurze Anmerkung, bevor wir jetzt weitermachen. Jawohl. Ich habe es eben leider vergessen. Wir hatten ja in den letzten 2 Folgen die Diskussion über Hardware und wie kann ich meine Leistung in SWTOR steigern. Ich hatte ja erzählt, dass ich relativ hohe Erfolge mit SWTOR Unleashed hatte. Richtig. Und jetzt die Woche, ich
glaube nicht, dass es an der Wärme lag. Ich habe auch mal geguckt, wie die CPU und alles, wie die Temperatur war. War eigentlich alles im grünen Bereich. Aber mein Star Wars ist mehrfach in den Raids und sonst wo gecrashed. Und ich wusste nicht, woher es kommt. Und habe dann einfach mal SWTOR Unleashed wieder deinstalliert. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Möchte jetzt das Programm nicht schlecht reden. Ich habe es wirklich gelobt. Es hat auch Erfolge gebracht bei mir, natürlich. Aber es hat auch ein anderes Spiel bei mir noch gecrashed, weil das war wirklich der gemeinsame Nenner. Seitdem das SWTOR Unleashed wieder runter ist vom Rechner, laufen beide Spiele wieder einwandfrei. Keine Abstürze mehr. Also ich weiß nicht, was da los war. Wenn ihr da vielleicht auch nochmal Erfahrungsberichte habt, dass bei euch das Gleiche passiert ist, würde ich mich auch sehr drüber freuen, wenn ihr die in die Kommentare schreiben würdet. Genau, worüber wir uns ja sowieso immer freuen. Genauso wie wir uns wieder über den guten Severus gefreut haben, der Oh ja. nämlich auch wieder kommentiert hat unter dem Podcast von letzter Woche. Vielen Dank nochmal dafür an dieser Ja, Stelle. vielen Dank. Und der Gute ging nochmal auf unsere Themen ein von letzter Woche, denn wir haben ja über die Raids gesprochen, die aktuellen, und natürlich über das, was wir uns in der Zukunft wünschen. Richtig. Und er hat dann eben angefangen darüber zu sprechen, dass er sich für die Zukunft mal wieder die Angleichung zwischen dem 8er und dem 16er Raid wünscht. Heißt so viel wie, er versteht es nicht, oder was heißt, er versteht es nicht? Er möchte einfach auch, dass im 8er dementsprechend auch ultimative Marken zum Beispiel droppen. Ja, und da bin ich ganz seiner Meinung. Ich bin so schon immer lieber Achter gegangen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber zu 50er-Zeiten auch fast nur Achter gewesen. Nur in Ausnahmefällen mal im 16er unterwegs gewesen. Und ja, es ist ja vor allem auch so, dass im Achter es mehr auf die individuelle Leistung ankommt. Denn wenn im 16er ein Spieler ja, stirbt, was auch immer, sind noch 15 andere übrig. Und das ist natürlich prozentual ein anderer Wert, als wenn von 8 Spielern noch 7 übrig sind. Und von daher ist es bei manchen, ja, bei manchen Bossen vielleicht sogar einfacher, im 16er die zu besiegen als im 8er. Ja, genau deswegen verstehe ich aber auch jetzt schon nicht, warum sie das so gemacht haben, dass es im normalen 8er Story Mode, ich meine im Hard Mode bzw. Nightmare, kriegt man ja seine ultimativen Marken auch, aber im Story Mode kriegt man sie eben leider nicht. Und das verstehe ich eben auch einfach nicht, weil die Schwierigkeit auch jetzt, denke ich mal, ähnlich ist und man da keinen großen Unterschied machen sollte. Ja, ist richtig. Ja, es ist wieder die Frage, ob dann, wenn man das wieder so machen würde, dass Achter exakt dieselben Ergebnisse bringt wie 16er, ob denn dann noch so viele Leute 16er gehen würden. Ja, richtig. Also man sollte wirklich schon bei jedem einen Vorteil sehen, meiner Meinung nach, dass man beides gehen kann oder beides gehen möchte und nicht nur sagt, okay, ich gehe nur 16er, weil ich die ultimativen Marken haben möchte, muss ich sagen, ich mache es persönlich so, ich gehe 8er sehr wenig, obwohl ich es lieber gehe, einfach weil ich die ultimativen Marken haben möchte, weil die mir noch was bringen. Und ja, die anderen Marken kriege ich eben auch im 16er. So ist es. Und da hilft auch nicht, Achter ist ja im Moment immer noch über den Gruppenfinder möglich, dass es da halt noch 10 Ultis fürs Abschließen drauf gibt. Das ist ja Im auch nur 16er etwas. kriege ich trotzdem mehr. Ja, gut. So viel zu der Sache. Er hat noch was gesagt, ne? Ja, richtig. Es ging ihm um die Schwierigkeit, um die Raid-Schwierigkeit, dass man die nicht dem Equip der einzelnen Leute anpassen sollte. Möchtest du dazu den ersten Kommentar abgeben? Also es geht ihm darum, er hat das ganz, ganz schön konkretisiert. Zum Beispiel sagt er, dass ein Boss Standardangriffspunkte hat, also Standardschaden macht, und für jeden Equip-Wert, den dieser Raid hat, also vielleicht einen Durchschnittswert von, weiß ich auch nicht, 168 oder 162 oder whatever, dann entsprechend hochskaliert mit dem Schaden, sodass dann dieser Boss, ne, schwieriger ist vom Schaden her. Gut, die Mechanik wird sich dadurch nicht verändern lassen, aber die Angriffe. Vom Schaden her. Sehe ich ein bisschen kritisch, denn wenn ich das so mache, dann würde ja diese ganze HC-Mechanik ad absurdum geführt werden, HC und Nightmare-Mechanik. Und vor allem das bessere Equip würde ad absurdum geführt werden, denn wenn ich dann besseres Gear habe, werden die Bosse ja trotzdem wieder schwieriger. Ich mag es gerne, wenn ich sehe, dass ich am Anfang mit wenig Equip noch relativ
arge Schwierigkeiten mit den leichten Bossen habe und später, wenn die Gruppe dann gut equipped ist, ich da einfach nur so durchrushe. Das mag ich. Das vermittelt mir auch so irgendwie das Gefühl, dass mein Equip was bringt. Und ja, natürlich auch die Erfahrung, genau, die ich dabei sammle. Wenn das Ganze jetzt hochskaliert wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie verloren geht, dieses Gefühl. Ja, und das hat man ja dann eben auch, diesen neuen Schwierigkeitsgrad durch den Hard-Mode oder eben jetzt bei den neueren Raids noch eben durch die Nightmare-Variante. Mhm, ja? Genau. Aber was ich auch als Problem sehe, es wäre für mich eigentlich gar keine so schlechte Idee. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, die DDs sind alle super equipped und dann hat man wieder das leidige Thema Tanks und Heiler suchen. da sehe ich so ein bisschen das Problem. Stell dir mal vor, der Tank kriegt wirklich richtig die derben Laschen vom Boss rein und dann hast du auch noch ein paar schlechte Heiler dabei, aber durch den Durchschnittswert wird alles so hochskaliert, dass das einfach wahrscheinlich dann gar nicht gegenheilbar ist, aber obwohl die DDs extrem gut sind, aber da hilft dann auch der Schaden nichts mehr. Hast du recht, ich entsinne mich, war das diese Woche, ich weiß es gar nicht mehr, da hatten wir auch einen Tank dabei, der, glaube ich, 31.000 Leben hatte oder ähnliches, in einer Festung oder im Palast, ich weiß es nicht genau. Also das war wirklich anstrengend. Es war machbar, aber wenn das jetzt hochskalieren würde, die DDs waren alle gut equipped, die Heiler auch, ich glaube, dann wäre der One-Hit aus dem Latschen gekippt. Ja, richtig, bei dem zweiten Boss, bei Torkommandant Draxus, also da ist es schon teilweise eng geworden. Ich meine, wir waren ja beide als Heiler dabei und dann mussten wir wirklich schon beide als Söldner auf den Tank volle Latte drauf heilen und die Leute, die jetzt zuhören und selber mal einen Söldner gespielt haben, wissen auch, die können gut den Tank heilen und wir mussten uns wirklich anstrengen. Genau. Jawohl. Gut. Gut. Ich denke, dann haben wir das entsprechend. Nein, eine Sache fehlt noch. Eine Sache fehlt noch. Also jetzt von Sevirus, er hat noch erzählt, dass er, wir haben ja auch über die Motivation gesprochen, warum sollte ich denn die leichteren Raids oder auch die Instanzen weitergehen? Er war da vollkommen unserer Meinung und meinte auch, dass es eben Belohnungen wie Fahrzeuge oder eben Materialien oder eben auch was für unsere Strongholds später geben sollte. Genau, das sehe ich auch so. Es ist ja auch teilweise im Spiel. Es gibt ja in den HC Flashpoints beim Endboss die Chance, dass dieser Gleiter-Drop, der so aussieht wie der Gleiter, den es früher ewige Kammer-Endboss gab, glaube ich, ne? HC oder Nightmare, ich weiß nicht mehr, welcher Modus das war, ich habe die beide, sehen wirklich gleich aus, der eine ist nur irgendwie, ich glaube, der jetzt in den Flashpoints droppt, ist so heller, ne? Und der andere ist rot, gibt es auch, aber den hatte ich irgendwie relativ schnell. Ja. Das war jetzt nicht so der Anreiz. Der ist jetzt auch nicht so cool, als dass ich da unbedingt reinrennen müsste, um mir den mit jedem Char zu holen. Ja, so wie zum Beispiel der KDY-Orbitalheber. Der sieht natürlich sehr stylisch aus. Der ist stylisch, ja. Ja, genau. Richtig. Sowas in der Art. So von dem Style her sollte man dann lieber einführen. Dann auch, dass man mehrere Male reinlaufen muss und vielleicht Materialien zusammen muss, um die sich selber zusammenzubauen. Ja, genau. Vielleicht auch verschiedene Sachen, nicht jetzt wie zum Beispiel bei den KDY-Teilen, da waren es ja immer die gleichen, sondern auch mal verschiedene Teile, dass man dann auch eben mal die Chance hat, dass ein Teil droppt, was man vielleicht schon hat. Das wäre für mich dann auch sehr interessant. Dann jetzt ärgere ich mich, aber ich gehe weiter rein und dann freut man sich natürlich richtig, wenn dann mal das vernünftige Teil und das richtige Teil droppt. Ja, zumal die KDY-Teile ja sogar noch handelbar sind. Ja. Richtig. Und von daher ja die Leute, die gar nicht reingehen wollen, auch wieder die Möglichkeit haben, da ranzukommen. Ja. Gut, was sie natürlich brauchen, ist erstmal Legendärruf. Ne? Ja. Aber danach ist das ja dann relativ egal, ob man da weiterhin reingeht oder nicht. Korrekt. Genau, ne? Ähnliches Beispiel nennt Sevirus auch noch mit Lichtschwertkristallen oder ähnliches, die dann nicht zerlegbar sind, finde ich ein ganz guter Zusatz, denn wenn die zerlegbar wären, dann müsste wieder nur einer reingehen, ein paar Mal das Ding so lange zerlegen, bis er es herstellen kann und sofort muss keiner mehr rein. Ja, richtig. Ja. Genau, da sind wir, denke ich, ganz, ganz d'accord. Gut, ich denke, dann können wir jetzt auch von hier aus sehr gut die Überleitung zu unserem nächsten Thema, zu unseren Diskussionen machen bezüglich der Berufe und des PvP-Spiels. Ich denke mal, da fangen wir mit den Berufen an, oder? Genau, da fangen wir mit den Berufen an. Können wir erstmal so ein bisschen drüber reden, wie diese Berufe momentan implementiert sind. Also es ist ja so, dass die Berufe irgendwie eigentlich noch nie sondern richtig starken, großen Stellenwert angenommen haben in SWTOR. Was ich immer noch ein bisschen schade finde, denn andere Spiele machen das ein bisschen geschickter. Und es gibt ja halt nur eine Handvoll Berufe, die halt auch entsprechend wirklich Sinn machen, beziehungsweise es gibt nur eine Handvoll Gegenstände, die hergestellt werden können, die Sinn machen. Ja, dazu zählt jetzt MK9-Kits,
Aufwertungen. Ja. Ja, gut, Hefte, Läufe, ne, wobei die natürlich auch nicht nur allein durch die Berufe zu erreichen sind, sondern natürlich auch noch entsprechend zerlegt werden müssen. Eventuell nochmal Medikits, wenn man wirklich die aktiv benutzt, Aufputscher. Ja, genau, und, ja, Stims, ne? Und Stims. Aber das ist jetzt auch wirklich alles, was mir bzw. jetzt uns dazu einfällt. Richtig, und das ist natürlich keine unglaublich große Auswahl, ne? Ja, natürlich. Und da würde ich mir ein bisschen Besserung wünschen. Also wir machen mal so einen kleinen Ausflug in andere Spiele. Es gibt viele Spiele, die ja dieses leidige Thema haben. Wir erinnern uns an das Spiel mit den drei Buchstaben. Da war das auch nie besser. Zumindest nicht so, falls ich mich erinnere. Was ich allerdings kurz gespielt habe, wo mir dann aber dennoch die Zeit fehlte, war EVE Online. Und in EVE Online, derjenige oder diejenige, die es kennen, werden es wissen, hat ja fast jeder Gegenstand, der hergestellt werden kann, irgendeine Bedeutung im Spiel. Jeder Gegenstand, den man herstellt, ist für irgendeinen anderen Gegenstand zum Beispiel ein Inputgut oder wird für irgendwas anderes gebraucht. Das bedeutet, die Ökonomie in diesem Spiel, die ist unglaublich ausgeprägt. Das ist auch unglaublich interessant, aber das Spiel ist natürlich sowas von bockenschwer und hat eine Lernkurve. Da nimmt man schnell Abstand von. Zumindest ich, wenn ich sowas zur Entspannung spielen möchte. Ja. Aber da hat tatsächlich irgendwie der Beruf ist da ein zentrales Element in diesem Spiel. Ja, die sind einfach wichtig. Die sind sehr wichtig, ja. Und ich möchte sowas Extremes ist natürlich nicht realisierbar. Nein. In SWTO auf keinen Fall. Ne? Da werden ja in EVE tatsächlich jedes einzelne Spielerschiff muss von einzelnen Spielern gefertigt werden, etc. Aber mich würde es freuen, wenn da mal irgendwie ja so ein bisschen eine Relevanz reinkommt, dass man vielleicht tatsächlich coole Gleiter herstellen kann. Es gibt ja Gleiter, die hergestellt werden können, aber sagen wir ehrlich, die Dinger sind pottenhässlich. Ja. Ne? Das bringt irgendwie gar nichts. Und die MK9-Kits, das ist ja auch immer wieder dasselbe. Gut, das können mehrere Sachen, mehrere Berufe herstellen. Ne? Waffenbau, ja. Cybertech, glaube ich, auch noch. Keine Ahnung, wer das alles kann. Das können auf jeden Fall sehr viele. Andererseits hast du dann Berufe, die irgendwie nicht so tolle, viele Sachen herstellen können. Vor allem welche, die auch irgendwie was bringen. Gut, wir haben noch vielleicht vergessen, vorhin Färbemodule gehen noch ganz gut. Ja, es gibt, man kann auch Modifikationen, Verbesserungen und Armierungen herstellen, aber die sind jetzt in den Materialien, also in den einzelnen Materialien, wieder so hoch im Kurs, dass es dann sich schon wieder gar nicht lohnt, dafür zu farmen, sondern einfach die Marken, die Ultimativen, beziehungsweise die, wie hießen sie denn jetzt? Ach ja, die Elite-Auszeichnung, zu farmen und sich das Equip dann darüber zu holen. Das lohnt dann auch wiederum überhaupt nicht. Richtig. Ich habe da neulich auch mal geguckt. Ich meine, es gibt ja auch Implantate, Rohrstücke 180er, die hergestellt werden können. Aber die sind ja auch preislich im GTN jenseits von gut und böse. Ja. Also das kann sich ja keiner leisten. Kein normaler Mensch. Ja. Ja, also von daher wäre es ja schön, wenn man irgendwie mal was hätte, was irgendwie jeder braucht oder jeder gebrauchen kann. Ja. Was man aber vielleicht nur von bestimmten Berufen bekommt und die vielleicht auch so ein bisschen aufeinander aufbauen. Dass man da mal so ein bisschen die Interaktion und den Austausch hat. Ja, richtig. Also für mich wäre es mal ganz wichtig, eben jetzt für die Zukunft, für das Add-on oder eben wenn da was bearbeitet wird, dass eben auch zum Beispiel die Berufe wie Waffenbau und Rüstungsbau, ich meine, die heißen nicht umsonst so, man soll ja Waffen damit bauen können und Rüstung. Ich habe noch keine einzige Rüstung damit gebaut, ich habe beide Berufe, ich habe auch noch keine einzige Waffe damit gebaut. Ich würde auch gerne mal einfach eine Waffe für irgendeinen meiner Charaktere bauen können, einfach mal ein gutes Rezept finden, Rezept sage ich schon, oder einen Bauplan, womit ich dann eben diese Waffe bauen kann. Natürlich, wenn es ein seltener Bauplan ist, sind auch die Materialkosten extrem hoch. Aber vielleicht könnte man es dann auch einfach so gestalten, dass das Item-Level vielleicht auch ein bisschen höher ist als die normalen Gegenstände. Muss jetzt nicht sein, aber das ist einfach nur eine Theorie, einfach nur mal kurz so gesprochen, dass man dafür jetzt auch nochmal wieder extrem farmen muss. Eben nochmal zurück zu der Motivation, warum soll ich Instanzen laufen? Ja, richtig. Dass ich dann mir eben die Materialien aus den Instanzen zusammenfarmen muss. Vielleicht droppen da Sachen, die eben häufiger droppen. Vielleicht kann ich die dann auch gegen was Selteneres eintauschen, muss aber eben wesentlich mehr davon haben, um sie eintauschen zu können. Aber dass es eben auch mal ein bisschen länger dauert und man sich dann im Endeffekt auch wieder darüber freut, dass man sich dann diesen Gegenstand leisten konnte, ihn sich bauen konnte und einem dann aber auch noch wieder einen Plus im Equip bringt. Genau,
Ne? Also das ist ganz wichtig. Die Sachen müssen halt so gut sein, dass sie ja irgendwie zu den Raid-Items konkurrenzfähig sind. Ja, die müssen wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen besser. Das ist so, das ist nur meine Meinung dazu. Ja, natürlich. Gut, das kommt dann wieder drauf an. Man will ja die Leute auch trotzdem noch irgendwie in die Raids bringen. Ne? Das muss da auch noch einen Grund haben. Aber wenn das ja vielleicht leicht besser ist als die Story-Mode-Sachen und leicht schlechter als HC oder sowas, dann ja, ist das ja gut. Vielleicht schon ein Anreiz. Ne? Zum Beispiel, da sind wir natürlich auch wieder für Ratschläge offen. Das sind jetzt auch nur unsere Gedanken dazu. Das waren jetzt eben auch meine Gedanken dazu. Also da gibt es natürlich viel Spekulationsraum. Ja, das sowieso. Aber gut, wir hoffen einfach mal, dass sie da vielleicht irgendwie mal was ändern. Informationen haben wir dazu natürlich nicht. Wie gesagt, es gab ja absolut nichts Neues diese Woche. Ich hätte mir ja vielleicht mal gewünscht, dass irgendwas in Richtung Galactic Strongholds durchsickert oder vielleicht sogar Addon. Aber bisher Fehlanzeige. Aber ja. Das kommt sicherlich noch. Gut, also Quintessenz-Berufe hätten wir gerne etwas komplexer. Korrekt. Okay, ja. Dann haben wir noch unser zweites Thema. Die sind heute beide etwas kürzer als sonst. Das PvP aktuell und was wir uns da vielleicht Neues wünschen. Richtig. Aktuell haben wir ja so ähnlich zwei Capture the Flag-Spiele so ein bisschen. Ja. Also ist ja so eine Variante. Einfach unsere beiden Huttenbeispiele. Und dann einfach nur erobern und halten. Mhm. Und da fehlt einfach so ein bisschen für mich die Abwechslung dann noch. Also es macht schon Spaß, natürlich. Mir macht es Spaß, die verschiedenen Kriegsgebietsspiele zu spielen. Aber so ein bisschen was Größeres wäre auch nochmal nicht schlecht. Das habe ich mir so mal gedacht. Das habe ich mir auch schon gedacht. Was ist denn von den aktuellen dein Lieblingskriegsgebiet? Oh, jetzt fragst du mich was. Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz, überlegen. Aber denke, Alderanischer Bürgerkrieg, es kommt zwar auch relativ häufig, aber ich spiele es auch sehr gerne. Mhm. Und aber es ist so, die Void Star ist auch noch sehr weit mit oben bei mir. Also diese beiden sind wirklich so meine Kriegsgebietsspiele. Aber ja, wobei die Void Star ja mal was ist, was so ein bisschen individueller ist, ne? Ja. Also so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Das ist nicht so Schema F irgendwie. Richtig, das wollte ich nämlich jetzt auch gerade noch sagen. Das habe ich eben bei meiner Aufzählung gar nicht beachtet. Genau. Ja, bei mir ist es auch entweder Void Star. Ja. Oder auch die Novara-Küste, die gefällt mir noch ein bisschen besser als der Bürgerkrieg, ganz einfach, weil man da noch die Möglichkeit hat, ja, selbst wenn man sehr niedrige Prozentzahlen seines Bunkers hat, den Kampf noch zu drehen, ne? Weil der gegnerische Bunker nur Schaden nimmt, wenn man mindestens zwei Geschütze angenommen hat. Ja, ja, aber das ist auch beim Alderanischen Bürgerkrieg, da hatte ich jetzt zwei sehr spannende Spiele in der vergangenen Woche. Wir waren ein gutes Team, aber die anderen waren einfach wesentlich schneller im Erobern. Warum auch immer, haben uns kurz ausgetrickst und haben dann zwei Geschütze erobert, das auch relativ lange halten können. Und ich weiß nicht genau, wie die Punkte runtergehen, in was für einem Zeitraum. Und dann haben wir aber noch zwei Basen, zwei Kanonen halten können und haben wirklich mit 10 zu 0 gewonnen. Also wir hatten wirklich noch 10 Punkte. Und ich habe hier gesessen und einmal laut aufgeschrien. Und ich glaube, den anderen 7 Leuten ging es nicht anders. Ja, ich glaube, so ein knappes Spiel hatte ich noch nie. Nee, also wenn, habe ich immer sehr, sehr deutlich verloren oder sehr, sehr deutlich verloren. Meistens das Weitere, wenn ich auf Imperium-Seite gespielt habe. Ja, genau. Aber du sagtest vorhin was Größeres. Da habe ich nämlich auch schon dran gedacht. Ich möchte einfach mal ganz kurz ein paar Jahre zurückgehen. Altraktal, WoW. Ja, also, ja. Das war auch mein Gedanke. All-Time-Favorite. Ja, nochmal ganz kurz. Wir haben davor über das Thema PvP und was wir jetzt dafür möchten, noch gar nicht drüber gesprochen. Das machen wir jetzt gerade das erste Mal. Aber wir haben jetzt beide wirklich den gleichen Gedanken gehabt. den Gedanken an das Altraktal hatte ich nämlich auch. Das war mal was ganz anderes, was sehr Tolles für mich. Ja, vor allem aber vor dem Nerf mit, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Früher auf jeden Fall, als es noch nicht nach Punkten oder nach Zeit zu Ende ging, sondern nur nach Punkten gewonnen werden konnte. War es Punkte? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber auf jeden Fall konnten sie früher, ich weiß noch, ich bin mal irgendwann abends rausgegangen um 11 oder so aus dem Kriegsgebiet und morgens um 8 lief es immer noch dasselbe. Es war doch, war es denn überhaupt nach Punkten? Ich glaube, es ging gar nicht nach Punkten. Ich meine, es war einfach. Ach ja, man musste diesen anderen Ende. Ja. Man ist ja ganz unten gestartet und musste nach ganz oben und die anderen mussten eben von ganz oben nach ganz unten, ne? Mhm. Und mussten eben den gegnerischen Boss töten, aber da sind eben auch noch NPC-Gegner gewesen. Und muss man ja bemerken, pro Seite 20 oder 40 Gegner. Oh, ich weiß es nicht mehr. Spielergegner. Es waren auf jeden Fall mächtig viele. Ich glaube, es waren sogar 40. Waren es denn 40er? Ach, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Keine Ahnung mehr. Ist schon Jahre her. Es waren sehr viele. Das war schon sehr anstrengend. Man sollte natürlich schon irgendwie ein Limit von einer Stunde einbauen, dass man nicht stundenlang, wie du das eben beschrieben hast, darin rumkrümmelt. Wobei, das war episch. Das war episch. Ja, ich weiß ja, aber dann hast du ja kaum was davon. Ja, Naja, okay, klar. das ist auch wieder Klar, klar. Spekulationskram. Deshalb haben sie das ja auch damals dann Ja, rausgenommen, ne? Die klar. Dinger enden ja jetzt. Ich habe schon auch jahrelang nicht mehr WoW gespielt, aber damals endete das dann natürlich auch zeitnah. Ja. Ja, aber du konntest ja auch noch mittendrin irgendwie irgendwelche von diesen NPCs irgendwelche Fetzen sammeln, irgend so ein Zeug und dann irgendwelche Viecher beschwören, die du auf die Gegner noch hetzen konntest. Also das war richtig genial früher. Ja. Also sowas in der Art könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht. Ich denke jetzt gerade. Vielleicht liegt es daran, dass Altaraktal auch Schnee ist, aber ich denke irgendwie so gerade an, was ist es? Episode 6, ne, 5, glaube ich. Episode 5, Hoth. Ja. Mit den dicken AT-AT, heißen die so, keine Ja. Ahnung, Walkern, was weiß ich. Ja, mit den Walkern, ja. Sowas kann ich mir gut vorstellen, Ja, irgendwie. ich So ein wollte gerade. Kriegsgebiet. Ja, genau, sowas in der Art. Was denkst du, wie das ablaufen könnte von der Art? Hast du da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ja, das ist schwierig, ne? Also ich hätte es ja wirklich gern, wenn man dann auch diese Walker mit drin hätte oder irgendwie so eine gewisse Kriegsmaschinerie. Sowas Ja. Fahrendes haben wir ja irgendwie in Eswitor noch gar nicht erlebt. Die ganzen Sachen stehen ja nur. Ja. Ja, wenn man mal questet oder so, sieht man natürlich irgendwie mal Panzer oder Geschütze oder ähnliches, aber die sind ja nur starr am Boden. Ich weiß gar nicht, ob die Engine das überhaupt hergibt, dass sich sowas über das Schlachtfeld bewegt, keine Ahnung. Ja. Meine Idee vor ein paar Wochen habe ich da mal drüber nachgedacht, war auch schon, dass man irgendwie so ein bisschen Galactic Starfighter mit PvP verknüpft. Dass irgendwie die einen am Boden kämpfen, die anderen bekämpfen sich in der Luft darüber, aber ich glaube, das ist mit der Engine nicht umsetzbar. Ich habe nämlich mal gelesen, dass die Schiffsmodelle genauso groß sind wie ein Spieler. Das heißt, dass die Okay. Engine einfach nur statt dem Spieler das Schiff darstellt und dann kannst du natürlich nicht beide in ein Schlachtfeld mischen. Ne? Das geht dann natürlich irgendwie nicht. Na gut, man könnte das natürlich irgendwie physisch trennen, dass die einen tatsächlich im Orbit irgendwie sind und die Spieler unten gar nicht sehen können. Aber vielleicht dann oben, ne, das eine Team Ja. durch irgendwas einnehmen von Satelliten oder so, dann unten irgendwas freischaltet oder so. Also so eine Verknüpfung fände ich Ja, cool. das hört sich interessant an. Das ist ein gutes Gedankenspiel. Weil das Auf bringt jeden nämlich dann Fall. auch wieder so ein bisschen Galactic Starfighter dem eigentlichen Spiel näher. Ja. Das wär gar keine so schlechte Idee, dass dann eben, man kann sagen, die einen Leute melden sich vielleicht fürs normale PvP-Spiel, die anderen für Galactic Starfighter an, aber kombiniert es dann dazu. Oder wie stellst du dir das jetzt vor? Also hab ich es jetzt aufgefasst und mir Ja, dann so gedacht, so in der Art stelle ich mir das vor, ja. dass man jetzt sagen kann, okay, ich möchte in dem Kriegsgebietspiel eben lieber fliegen oder ich möchte eben lieber was auf dem Boden machen. Ja, Ja? irgendwie sowas, genau. Okay, Ist ja. natürlich wieder schwierig, da die Warteliste entsprechend voll zu kriegen. Wir sind das ja auf unserem Server im Moment schon, also GSF geht sehr träge auf. PvP geht, aber auch nur. Ja, zu Primetime eigentlich. Also nochmal, wer es nicht weiß, wir sind auf Jakai Sword. Ich wäre auch lieber auf T3M4. Da ist Ja. viel mehr los. Also wenn bei uns abends eine Flotte offen ist, sind da irgendwie drei oder vier offen. Ja, aber gut. Wir waren nun Transen mal kostet eben heftig viel. 1800 Kartellmünzen pro Charakter, habe ich nochmal nachgeschaut. Ja, und ja, wir haben ja auch beide mehrere und die alle rüberzubringen. Ja, ne? Ja, naja, wir hoffen auf Besserung. Ich bin ja immer noch, und das ist auch so eine Sache, die gut zum PvP passt, ich habe ja immer noch so die Hoffnung, auch wenn es schon von offizieller Seite verneint wurde, beziehungsweise es wurde, glaube ich, nicht verneint, sondern es wurde gesagt, es ist schwierig, das zu realisieren. Ich habe die Hoffnung, dass ja irgendwann nochmal irgendwie serverübergreifende Wartelisten für Ja, PvP kommen. das wäre natürlich schön. Das hätte was. Ne? Meinetwegen sogar mit europäischen anderen Servern zusammen. Ich habe kein Problem mit Engländern oder Franzosen oder was weiß ich, PvP Naja, zu machen. andere Funktioniert vielleicht. in anderen Spielen auch. Ja. Ja, ich meine, ob ich jetzt West, Ost, Schnee, was weiß ich, auf Englisch oder auf Deutsch schreibe, ich glaube, da wird man sich schon irgendwie kommunizieren können miteinander. Ja, Aber mit Sicherheit. auf jeden Fall würde dadurch dann die Wartezeit reduziert werden. Und das ist halt irgendwie, ja, es ist natürlich nicht so schlimm wie früher. Ja, also ich erinnere mich ja noch an die Zeiten vor, glaube ich, dem ersten großen Content-Update, oder bevor eigentlich die Server zusammengelegt wurden, sowas, ja, als irgendwie 10 Leute abends auf der Flotte Oh waren bei uns. Gott. Ja, Ja. da konntest du ja gar nichts mehr machen. So schlimm Ja. ist es natürlich nicht. Also wenn wir das irgendwie mal im Hinterkopf behalten, haben wir es ja immer noch sehr gut auf dem Server. Aber ein bisschen mehr könnte los sein, ne? Ja, finde ich auch, klar.
Also vielleicht kriegen sie da auch nochmal was hin, dass das PvP schneller aufgeht. Aber das ist natürlich dann wieder im Gegensatz zu dem, was wir uns vorstellen. So ein großes Kriegsgebiet braucht natürlich auch viele Spieler. Ja. Mit 16 Leuten, also 8-8 auf jeder Seite, wie es im Moment ist, ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja, natürlich, dafür sind es dann zu wenig. Dann muss man die Server-Wartelisten irgendwie zusammenlegen, weil ansonsten, denke ich, ist es, wie du gerade gesagt hast, überhaupt nicht realisierbar. Das große PvP-Spiel jetzt, genau. Glaube ich auch. Na, wenn wir mal von diesem großen weggehen, was können wir uns denn noch vorstellen irgendwie an Modi, die vielleicht ein bisschen realistischer sind, weil ich glaube, sowas Großes ist in naher Zukunft nicht absehbar. Oder was für Locations wünschen wir uns? Ich glaube, ich hätte mal wieder gern was, oder was heißt wieder, ich hätte mal gern was auf Tatooine, glaube ich. Ja. So wüstig. Ja. Wir haben irgendwie Alderaan, ne? Novara, Küste sieht auch sehr wie Alderaan aus. Also, ich habe mir nochmal überlegt, so ein Eroberungs-Indoor-Spiel. Vielleicht mal so ein bisschen, nicht so dieses Fußballfeldmäßige, also ein quadratisches, sondern mal so ein bisschen was Rundes. Auf der Flotte jetzt zum Beispiel mal was Rundes, dass man einfach eine ganz andere Umgebung hat. Also das ist jetzt einfach nur so mal wieder mein Gedanke, meine Gedankenspiele, die ich so ein bisschen hier nur erzählen möchte. So ein bisschen was Rundes, einfach mal ja was ganz anderes. Ich hab keine genaue Vorstellung, das kann ich gar nicht genau sagen. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig für mich, mir da was auszudenken. Vielleicht mache ich mir einfach bis zur nächsten Woche nochmal ein paar konkrete Gedanken, mal ein bisschen was auf und versuche das mal zu beschreiben, dass ich dazu ein bisschen genauer was sagen kann. Aber mal irgendwie was ganz anderes. Was ganz anderes als dieses Erobern und Halten oder wie heißt es jetzt? Capture the Flag, Huttenball. Ja. Was ich ja auch gerne hätte, was natürlich auch wieder an der relativ geringen Spielerschaft im PvP scheitert, ist, dass ich würde ja gerne jedes PvP-Gebiet irgendwie einzeln auswählen können. Ja. Aber ich glaube, dann würden bestimmte Kriegsgebiete einfach gar nicht mehr gespielt werden. Ja. Und andere wahrscheinlich nur noch, ja. Kann man, denke ich, glaube ich, auch nicht machen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber was mir gerade noch einfällt, was ich eigentlich noch gerne hätte, wäre mal eine Variation in der bei den Arenen. Weil Vierer-Arenen mag ich nicht so. Ich mochte früher immer sehr gerne auch wieder bei dem Spiel mit den drei Buchstaben die Zweier-Arenen. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also sowas. Dass zum Beispiel jetzt auch wir beide mal wieder zusammen, nur zusammen PvP zum Beispiel machen könnten, zum Beispiel. Dass man das zu zweit macht, man kennt sich untereinander, man weiß, der andere kann spielen oder vielleicht in manchen Fällen auch nicht und möchte es ihm beibringen oder sowas. Dass man sich dann eben zusammen hochspielt und sowas. Ja, das wäre eine gute Idee. Ja, hab ich damals gerne gemacht. Zwei Arenen war ich auch relativ hoch mit. Ja. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, das ist auch wieder das, was so ein bisschen zurückgreift auf die Raid-Geschichte. Ich mag das, wenn weniger Spieler da sind. Ich weiß nicht. Ich mag das lieber, weil ich dann genau sehe, wer tut was, wer hat welche Aufgabe und ist für mich übersichtlicher. Mag ich irgendwie lieber. Ja. Was ich mir jetzt gerade auch noch überlegt habe zum Thema PvP. So ein Kriegsgebiet, wo das Erobern nochmal wieder schneller geht. Jetzt haben wir ja immer so circa 8 Sekunden, bis wir jetzt zum Beispiel eine Sprengladung anbringen oder eben das Geschütz eingenommen ist oder irgendwie sowas. Sowas haben wir ja momentan immer. Ja. Aber einfach, dass diese Zeit mal vielleicht einfach nur halbiert wird, man aber eben durch zusätzliche Features, irgendwelche Fluggeräte, irgendwelche Gleiter oder gibt natürlich mit Sicherheit auch noch irgendwelche anderen Utensilien, auf die andere Seite hingelangen kann oder eben durch Brücken, die sich immer ein- und ausschalten, um die eben auch schneller unterbrechen zu können, dass da ein bisschen mehr Geschwindigkeit noch drin ist und ja, dass man einfach eine bessere Möglichkeit hat, nochmal wieder was zurückzuerobern und das Blatt auch nochmal wieder ganz anders zu wenden, wieder mehr Taktik dabei. Ja, vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit, dieses getappte Bombe, die gelegt wurde oder der Bunker, der eingenommen wurde, irgendwie auf noch eine andere Art und Weise zurückzuerobern. Denn im Moment ist es ja so, Voidstar, wenn die Bombe liegt, ich habe glaube ich noch nie gesehen, dass sie wer entschärft hat. Ja, einmal wirklich habe ich es nur gesehen, einmal, das war aber auch glaube ich Glück pur, ist das geschehen, aber das ist wirklich schwierig, Genau, da irgendwie was Einfacheres.
und irgendwie sowas. Das geht jetzt schon wieder so ein bisschen in die Richtung des großen Kriegsgebietes. Ich hätte noch mal sowas gerne mit irgendwelchen Belagerungswaffen oder sowas. Ja, das wäre Irgendwas, natürlich auch nochmal interessant. was man auflädt und dann, weiß ich nicht, ein Loch in die Mauer sprengt danach oder ne, Dass sowas man in der vielleicht Art. irgendwelche Gegenstände sammeln muss, dann dahin bringen muss zu der Kanone oder sowas, Genau. bis sie dann fertig gebaut ist und dann die anderen müssen einen aber davon abhalten und Ja. so weiter. Irgendwie sowas, Sowas, ja. sowas. Die Mechanik dafür ist ja schon im Spiel, ne? GRI, Hyperraumtore, ne? Ja, so ein bisschen, genau. Ne? Die Kugel in der Mitte, das ist ja eigentlich nichts anderes. Wir nehmen was auf und bringen es irgendwo hin und dann passiert irgendwas. Aber einfach nur von der Aufmachung her ein bisschen verändern. Genau, das ist ja auch so ein Kritikpunkt, den ich bei den GRI habe. Ich mag diesen riesigen Zerg in der Mitte nicht so gerne. Nee, Das ist ich leider nicht. wieder, ich finde, da kommt es wieder so sehr auf Individualleistungen an. Wenn die alle in der Mitte zergen und irgendwie 20 Sekunden vor kompletter Aufladung der Pfeiler schafft es ein Stealther, die eine Säule einzunehmen, dann Ja, ja, wird es hat der schwierig Zerg nichts aufzugewinnen. gebracht, ne? Ja. Ja. Ja, wenn man dann jetzt zum Beispiel gegen eine Stammgruppe spielt, als komplette Random-Gruppe, dann ist sowieso, hat man sowieso keine Chance. Ja, Das ist dann auch das ist für von richtig. bei schnelleren Spielen oder sowas hat man dann vielleicht auch nochmal wieder eher die Möglichkeit, da zu gewinnen gegen eine Stammgruppe. Ja, wobei ich da ja auch immer noch so ein bisschen den richtigen gewerteten Kriegsgebietsspielen hinterher trauere, denn das war ja damals so die Arena, wo sich wirklich die Stammgruppen austoben konnten. Na, jetzt Ja, gibt es ja nur noch natürlich. die Arenen. Die gewerteten Kriegsgebiete an sich gibt es ja leider nicht mehr. Ja. Fand ich halt eigentlich immer cooler. Arenen, ja gut, in den Arenen hast du halt ja, mehr diese Konfrontation von 4 gegen 4. Ja. Kriegsgebieten musst du 8 Leute koordinieren. Aber ich weiß nicht, fand ich irgendwie cooler. Die Ja. Arenen sind nicht so meins. Weiß ich nicht. Ja. Nee. Ist eben vollkommen eine Geschmackssache, selbstverständlich. Ich weiß nicht, hast du jetzt noch was zum Thema PvP? Mir ist nämlich auch gerade nochmal ein anderes Thema in den Sinn gekommen, was wir auch nochmal besprechen könnten. Nee, PvP habe ich jetzt gerade, denke ich, alles gesagt, was mir auf der Seele lastete. Dann schieß doch mal los, was du da Ja, noch hast. ich weiß nicht, ob du dir da schon mal was drüber, ob du schon mal was drüber gelesen hast oder sowas. Thema Podracer, Rennen. Ah, ja. Ja. Ja, das ist mir gerade wirklich so in den Sinn gekommen. Für viele mit Sicherheit auch ein sehr interessantes Thema. Ja. Ich liebe die Szene im ersten Teil vom Star Wars-Film Podracer. Es ist für mich immer wieder spannend. Ich gucke die Filme wirklich gerne. Ich bin eingefleischter Star Wars-Fan, wirklich. Und würde das auch wirklich gerne spielen. Am besten auch irgendwie das ins Spiel zu implementieren, dass es mir auch wieder natürlich was für den normalen Spielverlauf bringt. Was natürlich auch in dem Fall, glaube ich, nochmal wieder eine Nummer schwieriger ist. Ja. Aber trotzdem, es zu implementieren, auch das wäre wirklich mein größter Wunsch. Das wäre ein Traum. Podracer-Rennen in dieses Spiel zu implementieren. Also dann würde ich mich super freuen. Es gibt, oder es gab ja mal so ein Podracer-Spiel, als Episode 1 rauskam, weil waren das 98, 99? Ich bin mir Ja. unsicher. Auf jeden Fall gab es da ein Spiel für den N64, das weiß ich noch. Das liegt auch noch irgendwo auf dem Dachboden hier. Das war genial. Ich glaube, das kam auch später für den PC raus. Ja. Episode 1 Podracer oder so hieß das, glaube ich. Super geil. Und sowas im Spiel, na, das wäre der Super-GAU. Das wird aber auch, glaube ich, Definitiv. schon seit der Beta irgendwie wird das gefordert, sowas. Also Podracer, Pazark und sowas, das ist, glaube ich, Aber seit der Beta. dann müssten sie ja mal irgendwann wirklich darauf eingehen, weil das, wenn das so ein Spielerwunsch ist, so schwer kann es doch nicht umzusetzen sein, oder? Na, ich kann mir vorstellen, was schwierig umzusetzen ist, ist ja diese Kollisionsabfrage zwischen den verschiedenen Ja. Podracern. Ne, weil wir haben ja keine im Spiel. Ja. Ne, zumindest nicht mit anderen Spielern. Und ich meine ja auch, die GSF-Schiffe an sich haben ja auch keine Kollision. Zumindest nicht mit anderen Schiffen. Ne? Klar, mit den Asteroiden schon. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ne, meinst du? Also du hast auf jeden Fall eine Kollision mit den einzelnen Stationen, mit den einzelnen Ja, Raumstationen. das auf Die jeden hast Fall. du. Aber gut, das ist ja wie im Spiel Wende. Ja, da hast du ja auch eine Kollision mit. Ja. Aber mit anderen Spielern meine ich nicht. Müsste man Okay. nochmal verifizieren, bin ich mir auch nicht Ja. sicher. Ja. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig ist. Irgendwie, ne? Dieses Ja. Kollisionsmodell. Aber gut, dann könnte man irgendwie Zeit fahren, ne? Geht ja irgendwie auch. Oder ja, man verzichtet halt auf die Kollision, mein Gott. Ja. Ist auch nicht das Wichtigste, ne? Dann Nein, Quatsch. packt man halt auf die Strecke ein paar Pfeiler oder was weiß ich, ein paar Brocken, Steine, Felsen, wo man Richtig. gegenfliegen kann, dann reicht das auch. Ja, selbstverständlich, Ah, klar. das kann ich mir gut vorstellen. Dann Ja. am besten noch mit so ein paar, mit so Speedbuffs auf dem Boden, so wie Ja. früher bei Mario Kart oder sowas. Ja.
Genau, irgendwie sowas. Oder dann noch eben Waffeneinsatz, vielleicht kann man es auch nochmal machen. Obwohl, nein, das ist ja, nein, das wäre schon wieder, das Das wäre wäre schon wieder so zu viel. GSF Ja. irgendwie, ne? Nein, das ist wieder zu viel GSF-Rennen. Ja. Einfach pures Podracer-Rennen. Genau, mit Genau. tunbaren Podracern. Richtig, einfach auch wieder Motivation, Podracer verbessern, neue Teile hinzufügen, ihn schneller machen. Dann natürlich aber auch wieder die Unterteilung, dass man nicht mit zu weit getunten Podracern in ein Rennen kommt oder sowas. All das wäre wirklich für mich eine super klasse Idee. Also wenn da auch natürlich wieder Ideen von euch sind, immer wieder gerne Immer gerne, Kommentare. natürlich. Super. Das würden wir uns sehr freuen. Dann können wir darüber auch wieder noch ein bisschen diskutieren. Das wäre echt klasse. Genau. Und bei den Podracern kann ich mir als Verknüpfung zum richtigen normalen Spiel vorstellen, dass man diese Podracer dann vielleicht auch richtig auf der Flotte, wo auch immer man ist, als Mount benutzen kann. Oh ja, das wäre natürlich auch ganz cool, so ein bisschen als Prestige-Modell wieder, ne? Ja, richtig. Und dann am besten, wie man das ja bei dem Galactic Starfighter auch machen kann, ne? Komponenten tauschen. Dadurch sieht Ja. das dann wieder ein bisschen anders aus. Andere Farben, andere Muster. Haben sie natürlich wieder irgendwie gut die Möglichkeit, das Ganze über einen Kartellmarkt rauszukloppen und dann noch mal ein bisschen Kohle mitzumachen. Ja, na klar. Also, Also ja, hätten, da hätten auch die Spielehersteller wieder was von. ja, richtig. Siehst du, allen Seiten ist geholfen. Ja, Also, richtig. Die Spieler freuen sich und wir sollten sie sich das auch. machen. Ja, richtig. Naja, wir schauen mal, was es bringt. Ich hoffe ja immer noch, ich sagte das ja vorhin schon mal, dass bald mal irgendwie ein paar Informationen Ja. rauskommen, was uns zu erwarten hat im nächsten Add-on. Es wird ja immer als riesig große Sache angekündigt. Hoffen wir mal, dass das auch eine riesig große Sache ist. Ja, ich hoffe es auch sehr, dass wirklich schöne Sachen dazukommen, dass die Motivation nochmal wieder steigt beim Spiel. Ja, würde mich freuen. Genau, weil es muss ja auch eigentlich dann bald mal eine Ankündigung kommen, denn seien wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass nach Palast Nightmare noch irgendwas Spannendes kommt. Ja. 2.8 ist in na, ziemlich genau 2 Wochen Ja. kommt das raus mit Nightmare. Dann haben wir, na, wann kam das? 19. August kommt Ja. 2.9, ne? Genau, Ja, da das. sind es 2 Monate circa noch zwischen. Ja, bis das kommt und ja, mehr wissen wir nicht. Und mit Galactic Strongholds, sprich 2.9, kommen ja eigentlich nur das Housing Ja. und gut angekündigt des Weiteren auch noch irgendwie eine Fortführung dieser Storyline. Aber ich glaube nicht, dass die in Form einer Operation fortgeführt wird. Glaube ich nicht. Ich Dann nehme an, dass mal das gucken. so die Pre-Story sein wird, die dann auf die Hauptstory des Add-ons ja, hinarbeiten wird. Das wäre natürlich optimal. Obwohl ich mich eigentlich noch so über so einen kleinen Raid, so ein bisschen Richtung Toporos Hof, würde ich mich schon noch freuen. Ja, das ist auch Also nicht ein so ein großer bisschen. Aufwand. Ja, das Richtig. könnte So man noch irgendein machen. Lückenfüller noch. Aber ich kann mir wirklich auch, nachdem sie auch schon gesagt haben, wir arbeiten an was Großem, Hust, Hust, ganz gut vorstellen, Richtung Weihnachten vielleicht, Ja. Weihnachtsgeschäft oder kurz danach, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres. Nee, es soll ja, die haben geschrieben, dieses Jahr. Ja, Dieses Jahr. dieses Jahr, okay, dann kann ich mir auf jeden Fall sehr gut noch zum Weihnachtsgeschäft wieder Ich vorstellen. könnte Das machen mir wir ganz sogar gerne. vielleicht so Ende Oktober, Anfang November Ja, vorstellen. okay, dann lassen Ich wir uns meine, überraschen. das war so der Zeitrahmen, wo auch das erste Addon kam. Okay, ist in Ordnung. Ja, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich auch nicht, aber also Weil ich habe wenn wir so. Blödsinn erzählen, Ja, nee, wisst ihr ich. Bescheid. Nein, du erzählst kein Blödsinn, aber. Klar, okay. Ja, das war's dann auch dazu. Und jetzt Ja. wollten wir noch mal ganz kurz wieder ein bisschen was in eigener Sache melden. Ihr habt ja vorhin schon gehört, dass wir die Raid Guides jetzt komplett fertig haben. Und jetzt wollten wir euch einfach noch mal ganz kurz erzählen, was wir denn jetzt als nächstes vorhaben. Soll ich anfangen oder möchtest du? Fang an, fühl dich Okay, dann frei. fange ich an. Sehr gut. Also ich habe für mich jetzt als nächstes Projekt erstmal geplant, die Klassenguides zu beginnen. Aber da war ja auch gerade das Gespräch mit dem neuen Add-on, eventuellen Add-on hatten, werde ich das Ganze erstmal nicht so extrem ausführlich machen, sondern einfach ein bisschen geringer halten. Einfach heißt für mich die Rotation bzw. die Prioritätslisten aufschreiben. Die Skillung dazu schreiben, kurz sagen, warum ich die wirklich so spielen würde. Und dann eventuell eben noch bei komplexeren Rotationen bzw. Prioritätslisten noch einen kleinen Videoguide dazu machen und den dann natürlich auch online stellen. Also das ist so mein Plan für die nächste Zeit. Wird natürlich auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber es wird alles so peu à peu kommen und Genau. ihr werdet davon natürlich auch wieder hier bei uns hören, wie weit wir dann sind.
Ja, und ich werde mich so ein bisschen, ich habe es ja schon ja, in geringem Umfang versucht, ein bisschen unseren YouTube-Channel zu pushen und dort ein paar Video-Guides einzustellen. Ich habe jetzt bisweilen eine Guide zum User-Interface gemacht. Sprich, wie passe ich mein User-Interface an? Was für Möglichkeiten habe ich da in Verbindung mit unserer Einsteiger-Guide, die es ja schon seit einiger Zeit auf der Seite gibt? Und wahrscheinlich werde ich mich etwas um die kümmern, die noch ein bisschen ausführen. In manchen Bereichen ist sie natürlich relativ oberflächlich, zum Beispiel dem Bereich der Berufe. Da habe ich nur hingeschrieben, ne, wie die verschiedenen Berufe miteinander interagieren, aber was genau jeder Beruf macht oder wie im Speziellen man Berufe levelt etc., steht da noch nicht drin. Dass ich da aber dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen weiter darauf eingehen werde und dann bei Möglichkeit zu den entsprechenden Themen auch ein Video anlegen werde. Ja, Ja. und ich denke, das ist so der Plan für die nächsten Wochen. Schauen wir mal. Ja. Mit den Raid Guides haben wir ja die größte Hürde erstmal genommen. Hat natürlich jetzt auch eine ganze Zeit gedauert. Wir sind ja jetzt Podcast 5, das heißt, die fünfte Woche fängt jetzt an, in der es unsere Seite gibt. Aber ich denke dafür und dafür, dass wir uns da natürlich hier ja, komplett in unserer Freizeit mit beschäftigen, ist das doch schon mal eine ganz gute Sache. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Und ich habe gerade eben auch noch was vergessen. Ich habe ja gesagt, ich mache es erstmal nicht so ausführlich. Sobald eben das Add-on draußen ist, wird das Ganze natürlich auch sehr ausführlich dann eben auch auf den neuesten Stand gebracht und eben dementsprechend erweitert. Genau. Gut. Und dann gilt eigentlich das, was jede Woche gilt, wenn ihr ja, kommentieren möchtet, Anmerkungen oder Feedback uns zukommen lassen möchtet, dann tut das doch sehr gerne auf unserer Seite www.svtorkantina.de unter den entsprechenden Podcast-Eintrag oder auch gerne auf YouTube. Ansonsten könnt ihr uns auf iTunes abonnieren etc. pp. Über Kommentare freuen wir uns immer, auch wenn wir bislang immer unseren guten Sevirus nur da haben. Trotzdem ein paar mehr Kommentare würden uns freuen. Ich Auf sagte jeden es ja Fall. letzte Woche schon mal. Ich sehe ja die Hörerzahlen, die sind schon etwas höher. Aber gut, ich kann das auch verstehen. Ich bin, glaube ich, auch nicht einer, der jeden Beitrag kommentiert oder jeden Podcast, den er hört, kommentiert. Aber es würde uns trotzdem freuen. Gut, also in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder in alter Frische. Und wir sind, ich habe gerade mal einen Blick auf die Zeit geworfen, natürlich trotzdem wieder länger geworden, als wir es eigentlich wollten. Aber gut, so ist es nun mal. In diesem Ja. Sinne, macht es gut. Macht es gut, ich wünsche eine schöne und vor allem auch sonnige Woche und viel Spaß natürlich wieder in SWTOR.